Hallo und willkommen zu City Skylines. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu abonnieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Und es geht weiter in DLC City. So, boah, das war mal eine richtig krasse Drehung, war nicht von mir. So, wir machen weiter im Parklife DLC. Wir haben ja letztes Mal ein paar Gebäude gebaut. Die kommen jetzt auch langsam hoch und alle Leute ziehen ein. Gleichzeitig haben wir hier hinten eine kleine Sterbewelle am Start. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wie viele Verbrenner wir denn aktuell haben. Ansonsten muss man einfach warten. Boah, sind da viele tot. Warum sind denn hier alle tot? Da auch. Alle sind tot. Die sind ja alle tot. Also eigentlich haben wir genug Verbrenner, wenn man mal ganz kurz guckt. Oder aber das DLC Parklife hat irgendwas mit unseren Bestattungsunternehmen gemacht. So, ganz kurz mal reingucken. Beim Müll war es nicht, ne? War voll gemein eigentlich. Hier bei Krankenhaus, da. Krematorium. Ja, eigentlich haben wir auch genug Kapazität noch. Viele sind hier. Hier ist eins. Okay, hier würde ich vielleicht nochmal eins nachlegen. Hier vorne auf der Ecke vielleicht. Fährt der da und darüber. Dann in Parklife könnte man eigentlich auch schon mal einsetzen. Vielleicht hier auf der Ecke. Der Verbrenner schnell und günstig. Jetzt auch in deiner Straße. So, aber hier... Ja gut, hier wäre noch ein bisschen wenig Abdeckung. So, jetzt aber. Jetzt haben wir auch wirklich genug Kapazitäten, was das angeht. Ihr könnt jetzt hergehen und alle... Boah, das ist ja mal... Hui. Hier war ich ja schon lange nicht mehr. Das haben wir mal irgendwann mal abgegradet. Hat sich echt gelohnt, muss ich sagen. Gerade auch mit dem geilen Monument da in der Mitte, beziehungsweise kein Monument, sondern ein wunderschönes, krasses Gebäude. Wo wir gerade bei Monumenten sind, haben wir denn noch welche, die wir unbedingt bauen wollten? Ich würde sagen, schon fast das Fusionskraftwerk. Da, bauen Sie eine Steuerbehörde. Die können wir eigentlich mal hier hinsetzen. Wenn wir schon mal dabei sind, Steuerbehörde im Parklife, ganz gutes Ding. Ganz großes Kino. So, Steuerbehörde. Ich glaube, die war hier vorne irgendwo sogar. Einkaufszentrum. Boah, hier haben wir fast schon alles gebaut. Der Wahnsinn. Da ist die Steuerbehörde. Ja, genau. Die ist auch laut. Weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich wegen den Leuten, die da immer rumpimmeln, ne? Wir wollen weniger steuern. Wir wollen... Oh. Könnte man... Ich überlege gerade. Hat ja auch gleichzeitig so einen Effekt auf die umliegenden Gebäude. Ja, ich glaube, ich mache das aber hier hin. Ja, ich glaube schon. Hier muss neben der Straße platziert werden. Da ist die Straße. Eine Street. Obwohl, warte mal, kann eigentlich hier hin. Voll gut. Hier fehlt es ja eh noch. Das ist ja eh ein Monument. Das zählt ja gar nicht zu sowas wie eine Steuerbehörde. Und es sieht hier auch sehr, sehr geil aus. Wenn man mal guckt, die Gebäude haben wir letztes Mal erst gebaut. Da sind ja hardcore direkt welche ein. Boah, die sind ja direkt auf Stufe 10. 1, 2, 3, 4, 5. Also sie sind direkt maximale Stufe hochgegangen, voll gut. Und das sind Wohngebiete. Ja, genau. Und wo wir schon mal dabei sind bei diesen Wohngebieten, wir machen hier nochmal einen Weg hin. Fahrradweg hat sich auch mal jemand gewünscht, aber haben wir irgendwie noch nie gebaut. Und damit wollen wir jetzt nicht unbedingt mit anfangen. Ha, unsere Firma ist weg, aber endlich können wir hier rüberlaufen. Das ist immer gut. Ah, genau, hier fehlt es noch an Bäumen. Richtig. Hier. Da kann sogar der Stein liegen bleiben. Ich glaube, hier rausgehen geht in dem Falle... Ja, würde gehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob da viele herlaufen. Probieren wir aus. Gerade hier auf der Ecke, ne? Macht ja irgendwie schon irgendwo Sinn. Ah, da muss man ja so viele Gebäude wegmachen. Hier. Ich glaube, das lohnt sich. Dann können die von hier... Ah, Ort bereits belegt. Da auch, nicht dein Ernst. Irgendwo dazwischen. Ah, oder auch nicht. Okay, mach mal an den Häusern dran. Und dann machen wir halt die Wege dahinter. Die Bäume. So... Dann geht's da runter und hier zur Straße hin. Ja. Und bitte, benutzt den auch, sonst habe ich die umsonst gekündigt, die Leute, die da drin gewohnt haben.
Oh, klappt ja super hier, ne? Bäume hinplänen. Ah, doch, muss ich ein bisschen größer ziehen. Und da machen wir nochmal einzeln. Weil an manchen Stellen, da macht der auch nichts hin. Ich weiß gar nicht warum. Ah, weil das nur so kurz ist, okay. Ich dachte, da wäre irgendwie mehr Platz für Bäume. Ah, guck mal, da ist doch schon einer. Das ist ja mal super cool. Ich glaube, es wird einfach benutzt. Schon der nächste am Start. Hier auch nochmal ein paar Bäumchen. Und schon sieht das Parkpflegegebäude schon nicht mehr so unschön in der Landschaft aus. Oh! Ich glaube, ich hatte irgendwas aktiviert, was nicht so gut war. Da sind jetzt überall Bäume drin. Ja, ist halt... Es war schon lange keiner mehr da gewesen. Ist halt alles zugewuchert. Warum sind da überall Bäume drin? Prop and Tree Anarchy ist doch aus. Hier, das ist noch, der eine Baum noch, bitte. Bitte, nur der eine Baum. Ich will doch nur... Ah, wir machen so. Wie gut einfach. Ah, guck mal, da sind sogar noch mehr Bäume. Tschüss. Und während wir hier bauen und uns über die Bäume aufregen, hört man immer im Hintergrund, wie die ganzen Sachen wachsen. Voll geil. Also finde ich mal voll gut. So vom Klang her, so. Da weiß man, ah, da war schon wieder einer. Ja, ist doch gut jetzt. Passt das auch. Vorhin ist, glaube ich, so Baumsetzlinge. Wo auch sonst. Okay, Parkpflegegebäude laufen. Weiter geht es mit dem wunderschönen Stadtpark. Denn auch hier. Oder denn auch dieser Park soll ein Upgrade erhalten. Parknebentor. Ich war mal. Kleiner Parkhauptor. Ich war mal in Tokio gewesen. Wo wir gerade bei Park sind. Und da war auch ein Park gesperrt. Und zwar wegen irgendeiner Stechmücke. Super krass einfach. Da war ein riesiger Park gesperrt. Da wollten wir eigentlich reingehen. Und dann waren da überall Zettel so von wegen, geht da lieber nicht rein. Und von wegen Verbot. Und dann dachten wir, ja gut, dann bleiben wir lieber mal draußen. So schön der Park auch ist, im Krankenhaus wollte ich dann doch nicht kommen oder hin. Fremdes Land, Krankenhaus bin ich nicht so der Fan. Obwohl natürlich die Verpflegung vor allen Dingen. Obwohl wahrscheinlich die sehr, sehr gute Krankenhäuser da haben. So. Das ist doch super geil, der Eingang. Wenn jetzt hier noch ein Haus entsteht, dann ist der Eingang so zwischen den Häusern. Dann kann man echt so in den Park laufen. Ist ja halbwegs so ein Gratis-Park. Ist so ähnlich wie der, ich weiß nicht, wer den kennt, Kruger Park in Essen? Der ist schon ganz gut eigentlich. So, das geht darüber. Haben wir noch was wir hier generell reinbauen können? Wir haben noch Parktoiletten. Die stehen, glaube ich, schon da. Ja, genau. Parkcafé. Parkinfostand, Parktoiletten. Also ich glaube, wir haben schon alle Sachen, die es dafür gibt. Wir könnten aber den Infostand auch nochmal hier hin bauen, weil gerade wenn man hier so in den Park reinkommt, denkt man sich so, oh, was gibt es denn hier? Und das kann man sich hier beantworten lassen. Oh. Da kann man dann sagen, ah, so. Andere sagt man da nicht. Man sagt nur, ah so. Und das Lustige ist, die kürzen jetzt hier ab, manche Leute. Sieht zumindest so aus. Sie laufen unten rein, bezahlen Eintritt, laufen hier einmal durch den Park und sind wieder draußen. Also eigentlich wie jeder andere Park auch. Hä? Hallo? So. Ah nee, warte mal. Warum will er denn den Weg da... Ah nee, so geht's. Okay. Dann gehen wir hier mal um. Oh, Glückwunsch! Startparker Stufe 2 erreicht. Parksteg. Noch ein Parksteg. Park Schachtfeld. Ne, Park Schachfeld. Ah. Oh nein, brauche ich jetzt hier Wasser? Wie soll ich das denn machen? Ne, jetzt muss ich mal gucken, warte. Boah, das Schachfeld ist aber echt groß. Aber ich glaube, es ist eigentlich ganz cool.
Und zu Wegen mit Bäumen kann man das nachher theoretisch noch upgraden. Man baut jetzt erstmal straight die Sachen so ein bisschen da rein. Ha! Übrigens, der Peter war früher in einer Schach-AG. Aber schon ewig nicht mehr gespielt. Und in dieser Schach-AG, jetzt kommt's, war ich gar nicht so schlecht. Da haben wir dann teilweise auch so Spiele gemacht, so keine Ahnung, einer gegen drei. Oh nein, Küste benötigt. Nicht dein Ernst. Oh, was ist denn jetzt los? Ey, mal ganz im Ernst, das ist doch irgendwas durch das DLC, oder nicht? Vorher hatte die Stadt keine Probleme in Sachen Tod. Jetzt sind alle tot. Und das nicht zu gering, ehrlich gesagt. Alle sind tot, wie oft ich das jetzt gesagt habe. Alle sind tot. Und wenn man mal ganz kurz guckt, Bestattungswesen, ist die Kapazität viel, viel höher als die Anzahl der Verstorbenen. Warum werden die denn nicht eingesammelt? Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass wir keinen Friedhof haben. Kann das sein? Ich finde Friedhöfe aber nicht so cool. Weil die halt irgendwann voll werden und wir die dann wieder leeren müssen. Boah, da habe ich jetzt so viele Leute rausgeschmissen. Und so viel Stau kann ich auch nicht haben, dass die nicht abgeholt werden können. Boah, Alter, guck mal, unser Verkehrspark. Ich kann mich noch an der Thumbnail erinnern, wo da drumherum nichts war. Und jetzt ist einfach... Boah, da hinten sind auch noch alle tot. So, ich guck mal jetzt, was hier passiert generell. Hier, Leichenwagen in Verwendung, 8 von 10. Ist ja okay. Verstorbene, hier, Leichenwagen in Verwendung, 7 von 7. So, warte, wir gucken mal ganz kurz. Vielleicht sind die auch voll. Ja, aber die können ja nicht voll sein, die werden ja verbrannt. Schreibt mir das ganz gerne mal in die Kommentare rein, was ihr meint, warum das so ist. Hier auch, Verstorbene aufbewahrt, 0. Verarbeitete Verstorbene letzte Woche 8. Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem von dem DLC. Da kam wahrscheinlich irgendeine Änderung rein, die ja irgendwas geändert hat. Alter, da sind ja alle tot. Unsere Stadt stirbt. Boah, geiler Titel. Warte, ich mal direkt ein Foto. Top. Ja, lassen wir das einfach so weiterlaufen. Vor allen Dingen hier die Gebäude, die sind letzte Mal erst gewachsen. Was ist denn da los? Und hier ist auch ein Krematorium neben. 7 Leichenwagen in Verwendung. Guck mal, da fährt er rum. Vom Gigastore. Ich glaube, die können... Ja, ich glaube, die fahren einfach alle doof rum. Ich glaube so, dass der hier dann den Auftrag kriegt, so, ah, fahr mal hier einen Toten abholen. Dann dauert es, glaube ich, auch ein bisschen länger, ne? Komm, wir bauen noch vielleicht so 3 Stück. Dann hätten wir 14, ne, 21 mehr Wagen. Bestattungswesen. Ich guck mal ganz kurz, da sind welche. Da und da. Ja, hier wäre noch irgendwo eine geile Hauptstraße. Hier ist auch ein sehr kleines Gebäude. Und da ist ja schon ein Toter drin. Ja, komm, machen wir da hin. Tun wir den da noch hin. Aber finde ich schade, weil Kapazität war ja da. Aber da sieht man, wenn man irgendwas anderes installiert. Kann ja auch sein, dass das irgendwie ein Bug ist, der nicht gewollt ist, was nicht funktioniert, weil das halt ein sehr komplexes Spiel ist. So kann man sich auch 2 Tote entfernen. So, hier sind auf jeden Fall genug. Eigentlich sind überall genug. Ich mache jetzt hier nochmal einen hinten im hinteren Bereich. Mama, warum riecht das denn hier immer so nach Essen? Ah, keine Ahnung. Oh Gott.
Muss ich mir so vorstellen, einer hat hier so voll die krasse Luxusvilla gebaut mit einem Pool und super krasse Terrasse und da ist gut, da ist eine Autobahn, kein Ding, aber da ist jetzt einfach so ein schwarz rauchendes, totenverbrennendes Gebäude. Ja, der Rest muss jetzt mal kommen. Aber krass, einfach nur krass. Ja, ich habe jetzt Gebäude für Küsten bekommen. Jetzt mal so ganz im Ernst, wo soll ich die denn hinbauen? Ah, ich habe noch Parkbänke. Wir können noch voll fett dekorieren, machen wir auf jeden Fall noch. So, ich ziehe das ganze Ding jetzt mal hier rüber. Mach mal kurz den Weg hier weg. Ich bin gespannt, ob das auch geht, wenn wir ein künstliches Wasser anlegen. Habe ich noch nie gemacht. Probieren wir aus. Einfach mit so einem Kanal dann befüllen. Ne, ich glaube, das geht nicht. Ich habe aber sowieso noch Wasserquellen, die wir einbauen können. Ein Ditch, Sand, Gebäude hoch und runter. Pinselstärke ist natürlich ein bisschen krass. Ah. Wie baut man einen See? Oh! Okay, wir machen erstmal einen groben See. Einen groben See. Sagen wir mal, der ist jetzt so groß. So ist, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Größe. Jetzt machen wir einmal hier Glatzi-Tool. Ziehen den Rest wieder hoch, dass wir auch quasi eine Tiefe hier drin haben. Und dann müssen wir nachher nochmal die Ecken ein bisschen anpassen. Ja, ging auch ein bisschen hardcore nach unten, ne? Ah, guck mal. Oh, ja, oh. Nicht dein Ernst. So, gehen wir mal ein bisschen stärker. 0,14 ist natürlich lame. Ich weiß auch gar nicht, ob das reicht. Ich baue jetzt hier einen See rein und denke mir so, oh ja, oh ja, ja. Boah, ist aber ein Megasee, ne? Ein Megasee. So, mal angenommen, wir haben jetzt hier alles glatt gezogen. Was fehlt noch? Jetzt fehlt eigentlich noch der Bügler. Der Bügler, das ist dann der hier, der so Gelände ein bisschen sauberer macht. Oder auch nicht. Ich reduziere nochmal die Pinselstärke ein bisschen. Ich glaube, wir müssen, wenn dann da drin, ein bisschen arbeiten. So. Ja, kann man erstmal lassen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das befüllt bekommen. Boah. Oh Mann. Das ist so eine Art Quelle in der Mitte. Theoretisch. Vielleicht sollte ich speichern? Wasserkapazität 0. Ich mach mal 0,10. Zack. Oh, es blubbert hoch. War vielleicht doch zu viel. Nochmal wegmachen. Oh nein, die Welle kommt. Vielleicht hätte ich doch speichern sollen. Oh oh. Okay. Dann machen wir mal 0,1. Ich meine, klar, es sprudelt irgendwo da raus. Oder wir machen ein paar Frischwasserausläufe da rein. Oh nein. Erst die Toten, jetzt eine Wasserwelle. Tsunami. Aber an sich ist das ja jetzt gar nicht so schlimm. Wenn man kurz überlegt und das Ganze so ein bisschen über, ne, drüber nachdenkt. Wird ja auch der ganze Müll weggespült einmal. Und parkende Autos und Menschen und... Guck mal, die warten jetzt hier, weil die denken, ah, das kommt jetzt mal eine Welle. Na guck mal, die interessiert das gar nicht, ne? Okay, die versickert langsam, außer hier in der Stadt. Da kommt die gar nicht so schnell voran.
So, wir haben jetzt eine 0-1er. Das Minimalste, was man mit Wasser machen kann. Und es sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als wenn das gut wäre. Das ist ja mega krass stürmisch da in dem See. Oder warte mal, wir haben eine Wasserquelle da dran. Und wir können ja auch noch eine Pumpe da dran setzen. Eine Pumpe im Stadtpark. Boah, super geil. Oh, es funktioniert. Guck mal, man kann die Gebäude da dran setzen. Auch wenn das gerade ein bisschen schwebt. Aber es geht. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal, wie sich dieser See entwickelt. Ich kann auch nicht sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Hätten natürlich auch Frischwasserausläufe da dran machen können. Aber an sich sieht es gar nicht so schlecht aus. Oder was meint ihr? Aber gut, ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von City Skylines. Boah, vom Weiten sieht echt cool aus. Okay, soweit auch nicht. Und lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von City Skylines. Ach, guck mal, wir haben Glück. Die Toten sind weg. Die Häuser sind jetzt kaputt. Tschüss.